Paps, darf ich morgen mit Erwin zum Stadion? Vorwärts spielt gegen Turbine. Alene, ich weiß nicht. Was bin's, Frauchen? Na, von mir aus, mach mir aber keine Sorgen und lass dich nicht von den Großen zum Bier verführen. Hörste? Dafür bist du noch zu kleine. Erklärte sie und säbelte eine Semmel auf. Mit einem so schnell gegebenen grünen Licht hatte Edgar gar nicht gerechnet. Nun starrte er nachdenklich auf seine Salamischrippe und malte sich aus, was auf den Straßen in Prenzlauer Berg alles passieren könnte. Allein der Verkehr auf der Schönhauser Allee, die Menschenmassen im Stadion, aber gut, eins musste man ihm lassen. Er hatte für seine Frage den optimalen Moment erwischt. Also würde er am morgigen Sonntag, dem 28. April 1963, das erste Mal mit seinem Schulfreund Erwin allein zum Heimspiel in die Stadt fahren. Fröhlich lärmend bogen die Kinder in die Seebadstraße ein und marschierten mit ihren kleinen Rucksäcken in Richtung Schulzensee und Großer Roskartsee. Die großen Gepäckstücke wurden am Bahnhof Großköris auf die Ladefläche eines W50 geladen und zum Ferienlager vorgefahren. Für Molly war es das zweite Mal, dass er in den Sommerferien in solch einem Lager 2 Wochen verbringen durfte. Nachdem er im Juli 1984 im Betriebsferienlager des VUB Halbleiterwerks Frankfurt-Oder gewesen war, durfte er nun, dank der Kontakte von Manfred, in das zentrale Pionierlager Heinrich Rau fahren. Als es beim Weitsprung zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Jahr älteren Ostberliner Bengel kam, wurde dieser gleich pampig. Er war es nicht gewohnt, beim Weitsprung geschlagen zu werden. Ey Keule, was bist du für einer? Denkst du, kannst hier einen Hotten machen oder was? Du übertrittst doch ständig, seh ich doch, rief der Ostberliner, der von seinem Kumpels nur Maute genannt wurde. Ich übertritt ja gar nichts. Beruhig dich mal, verstanden? Entgegnete Molly, der sich für den letzten Besuch warm machte. Große Fresse oder was? Krieg gleich paar. Kannst gern mal abends rüberkommen. Kriegst du Dresche und ein blaues Auge verpasst, du Eumel. Ich komm vorbei. Aber jetzt kickst du erstmal meinen letzten Sprung an. Für den FCV, rief Molly und ballte die Faust. Anschließend nahm er ordentlich Anlauf und mit der nötigen Wut im Bauch setzte er in der Sandgrube eine neue Bestmarke. Respekt, Kleiner. Das war ein korrekter Sprung. Lass mal nachher quatschen. Sollte nun Maute den nötigen Respekt. Liebe Freunde, kommt mit auf eine Zeitreise zurück in die 50er, 60er, 70er und 80er Jahre in Ost-Berlin und Umgebung, zum Beispiel in Großköris und in Frankfurt-Oder.